Heute möchte ich euch ein Video von unserem Wohnort Wolfhagen, der historischen Fachwerk- und Märchenstadt, zeigen. Auch etwas vom Stadtpark Bruchwiesen mit dem Stellplatz für Wohnmobile, dem Stadtpark Deichwiesen, vom Burggarten, vom Naturschutzgebiet Glockenborn bei Brünnersen und vom Ofenberg mit der Gaststätte Wolfsschenke und dem Ofenberg Aussichtsturm. Hier die Kreissparkasse Wolfhagen. Das Restaurant am Kattenturm. Das Café Oliv. Das griechische Restaurant Kreta. Hier im Hause befindet sich ein italienisches Restaurant, Pizzeria, Eiscafé und auch das Kino. Hier das Regionalmuseum, das Rathaus, ein Blick auf den Marktplatz, das Café Alte Wache, das Hotel und Restaurant Altes Rathaus. Der Märchenbrunnen. Gasthof und Pension zur Knackenburg. Mais Imbiss. Fuchsens Café. Den Gast erwartet zu jeder Jahreszeit eine angenehme Atmosphäre. Gaststätte zur Stadt Wolfhagen. Café Käthi neben der alten Brauerei. Hier befindet sich der Kulturladen und das Museum für Film und Video. Hotel und Gaststätte zum Schiffchen. Hier der Bahnhof von Wolfhagen. Mit dem Zug kann man direkt nach Kassel bis zur Innenstadt fahren. Stadtpark Bruchwiesen. Seit vielen Jahren befindet sich hier ein Stellplatz für Wohnmobile.
Nun kommen wir in den Burggarten. In circa einer halben Stunde vom Wolfhagen zu Fuß erreicht man das Naturschutzgebiet Glockenborn bei Brünnossen. Mit dem Fahrrad circa 10 Minuten. Hier haben sich zwei Störche angesiedelt. Nun kommen wir zum Stadtpark Teichwiesen. Ein schöner Spielplatz für Kinder. Nun sind wir am Ofenberg an der Kreisklinik Wolfhagen. Dann geht es durch den Wald zur Wolfsschenke. Dies ist auch ein sehr schönes Ausflugsziel, zu Fuß circa eine halbe Stunde vom Wolfhagen. Der Ofenbergturm wurde 1963/64 gebaut. Man hat hier einen herrlichen Blick über das Wolfhager Land. Leider wird die Sicht durch die inzwischen hochgewachsenen Bäume eingeschränkt. Das waren ein paar Ausschnitte von unserer Altstadt Wolfhagen und Umgebung. Wir bedanken uns für euren Aufruf.